Katschbrummi, Balazikuru. Katschbrummi, Balazikuru. Ich habe Hunger, heißt das. Und ich gebe euch mein gesundes Bein, wenn ihr mir was zu essen gebt. Das habe ich den Menschenfressern gesagt. Mein Holzbein wäre ja nichts gewesen für sie, oder? Aber was für ein Essen kann ich von Menschenfressern verlangen? Du flunkerst, Onkelchen. Woher willst du denn ihre Sprache gekannt haben? Viele Worte haben die nicht gemacht. Das lernt sich in Stunden. Und was soll ich dir sagen? Sie haben mich in den Stamm der Kurukusel aufgenommen. Und später haben sie dich laufen lassen. Nach 4 Jahren und 25 Tagen. Ein Boot mit Proviant. Paar Fässchen Trinkwasser und sie empfahlen mich dem Schutz ihrer Götter. Nach 42 Tagen hat mich ein Schiff aufgelesen und kaum bin ich hier, habe ich schon wieder Sehnsucht nach der Insel. Mir geht es so mit dem Wunderland. Die Fantasie hast du geerbt. Die liegt in unserer Familie. Du glaubst mir noch immer nicht. Wenn du wüsstest, wie erschrocken wir waren, Toto und ich, als der Sturm unser Häuschen durch die Luft trug. Es war ein richtiger Zaubersturm. Ein Zaubersturm? Gingema wollte alle Menschen vernichten, aber Willina, die gute Fee, hat es nicht zugelassen. Bei aller Hexerei, meine Nashörner und deine fliegenden Affen, die sind ein schöner Zirkus. Toto! Lass das Theater. Hast du vergessen, was du im Wunderland gelernt hast? Hm? Das Vögelchen will scheint's zu dir. Elli, ich hatte mal einen Papagei, der konnte sprechen. Alle Maschinen stopp, Anker aus. Und dann landete er auf meiner Schulter. Wie die Krähe. Auf deiner. Hast du sie gezähmt? Aber nein. Gezaust sieht es aus, dein Vögelchen. Sie ist erschöpft. Du Ärmste. Onkel Charlie, schau nur. Bei allen zahnlosen Haien, ihr hat einer was ans Bein gebunden. Schnippdiwupp. Was haben wir denn da? Ein Blatt vom Trompetenbaum. Und längs und quer geritzt. Und 2 Köpfe eingeritzt. Einer mit kugelrunden Augen und breitem Spitzhut. Und der andere mit einer Pinocchio-Nase und einem Trichter als Hut. Onkel Charlie, das sind der Scheuch und der Holzfäller. Deine Freunde. Aber die Linien, was bedeuten die? Kreuz und quer. 1000 Anker, das ist ein Gitter. Sie sind Gitter. Wir müssen ihnen helfen, Onkel Charlie. Bei allen Masten und Segeln der Welt könntest du doch sprechen, du schwarze Unglücksbotin. Ausreichend Proviant und die Wasserflaschen. Hammer, Nägel, Schnur und Haken, Zündhölzer und... Feuerwerkskörper, die kann man immer brauchen. Das ist ein Marsch. Mit ihm verglichen dein Kukuruzu ein Spaziergang war. Kurukusu, John. Kurukusu. Ja. Dort waren Menschenfresser. Im Wunderland aber sind Zwerge. Vater, meine Freunde sind in Gefangenschaft. Ich würde diesmal kein Zauberwind tragen und keine fliegenden Affen und auch kein Segelschiff, Charlie Black. Ihr könnt ja mitkommen, Schwester. Oh. Du und John. Und wer macht die Arbeit hier? Die Felder, das Vieh,
Soll ich die vielleicht mitnehmen ins Wunderland? Das Mädchen ist gut aufgehoben unter meinen Fittichen. Ja. Auch wenn sie schon ein bisschen lädiert sind. Bis zum Winter sind wir zurück. Das hast du vor 5 Jahren auch gesagt. Mama. Ach. Mit dem bisschen Essen kommt ihr nicht weit. Ich bring dich um, wenn dem Mädchen was passiert. Mama. Vater. Die Krähe den Weg zeigt. Totoschka rennt sich die Zunge aus dem Hals. So scheint er sie zu lieben. Manchmal denke ich, sie unterhalten sich miteinander. Ob sie mich verstehen? Du sagst, im Wunderland können alle Tiere sprechen. Natürlich. Was mag da wohl passiert sein, dass sie gefangen sind? Schade, dass ich keinen Zauberhut mehr habe und die fliegenden Affen rufen kann. Soll ich dich auf meine Schultern nehmen? Da bricht dein Holzbein ab. Dir tun die Beine weh. Hm? Ein bisschen. Die Nacht bricht an. Lass uns hier rasten. Tief und fest habe ich geschlafen. Wie auf Kurukulu. Auf dem blanken Waldboden haben wir geschlafen, unter einem herrlichen Zelt. Meine Erfindung. Reine Seide, leicht wie eine Feder. War dir kalt? Mm-mm. Bist du schon lange wach? Schau, was ich gefunden habe. Frisches Wasser. Dort unter den Bäumen. Eine Quelle. Das Frühstück ist fertig. Und unsere Pfadfinder erkunden den Weg. Unseren weiten, weiten Weg. Bald liegt der Wald hinter uns. Da vorn wird es schon heller. Ich laufe voraus, Onkel Charlie. Und ich hol dich ein. Hey, hepp. Ich bin ein Känguru. Dein Känguru von Kurukusu. Dein Känguru von Kurukusu. Onkel Charlie. Das habe ich geahnt. Was ist das? Sand. Nichts wie Sand. Bis zum Horizont. Das ist eine Wüste. Kann man sagen. Recht wüst ist auch schön schlimm. Dort kommt unsere Freundin. Der kleine schwarze Punkt. Ach, du. Du kannst fliegen. Wie viele Tage brauchen wir durch den heißen Sand? Und das Wunderland? Liegt es hinter der Wüste? Jedes Meer hat seine Ufer, Kind. 80 Tage war ich unterwegs mit der Nussschale. Neulich hast du gesagt 40. Hab ich. Vielleicht waren es 60. Wer weiß. Hilf mir. Was wird das? Wasser oder Sand. Wo ist der Unterschied? Wüst ist beides, wenn du drüber musst. Und wir müssen. Wir bauen ein Wüstenschiff. Das ist der Wind, den wir brauchen. Flotter Nordost. Du schonst deine Beine, Totoschka, und kommst voran wie der Wind. Ein richtiges Zaubertuch, Onkel Charlie. Nachts Zelt, tags Segel. Den wahren Seemann erkennst du im Sturm. Hey, Vögelchen, setz dich auf den Mast. Spar deine Kraft für den nächsten Ausflug. Verstanden. Der Wind führt uns direkt in dein Wunderland. Ich hab den Mund voller Sand.
spuck ihn aus und bind dir ein Tuch vor. Onkel Charlie, schau nur, die silbernen Wolken dort. Das sind Berge, mein Mädchen, himmelhohe Berge. Wenn der Wind so anhält, sind wir bald dort. Was du für Silber hältst, das ist Eis und Schnee. Oh! Was erschreckt dich, Onkel Charlie? Unser Segel. Es hängt wie ein Lappen am Mast. Der Wind ist verschwunden. Ganz plötzlich. Aber wir fahren. Das glaubt uns keiner. Wir fahren. Ganz ohne Wind. Oh, Onkel Charlie, wohin lenkst du uns? Dort liegt ein mächtiger Felsen im Sand. Unser Wüstenschiff fährt direkt darauf zu. Lenken? Ich werf das Ruder nach Backbord, das Steuerbord. Alles wie die Katz. Wir rasen steuerlos auf das Riff. Halt dich fest, dann machst du Kelly! Los, du spring auf den Kopf! Ich, alter Räucherhering, wie kann mir das passieren? Du lebst. Ich könnte schwören, dass der verdammte Stein schuld ist. Wie ein Magnet hat er uns angezogen. Wie ein Magnet. Und Brennholz aus dem Schiff gemacht. Ein guter Seemann wird auch mal nass. Eklig, der Sand. Gib mir mein Fernglas aus dem Seesack. Die Berge leuchten wie Feuer in der Abendsonne. Du kannst schon mal das Segel losmachen vom Mast. Wir zelten. Ich mache uns den Kurs für morgen von dem Hügel davor. Toto, wozu bellst du den Stein an? Da steht etwas geschrieben. Ein großes G, ein I... Gingema. Gingema. Gingema, Onkel Charlie. Oh, hier spukt's. Ich bin nicht mal bis zu dem Hügel gekommen. Ich habe gekämpft wie ein Schiff im Orkan. Mich hat's hierher zurückgezerrt. Ah. Oh. Was kann das nur sein? Hexerei? Das ist Gingema. Gingema, ich denk, du hast sie erschlagen. Gingemas Zauber. Das ist kein Stein, das ist irgendein Zauber. Fauler Zauber, das. Wir überschlafen's. Vielleicht hat einer von uns einen Traum, wie wir fertig werden mit der Hexerei. Und wenn uns der Stein hier festhält, Onkel Charlie? Onkel Charlie? Es wird Tag. Tag. Tag und wir liegen vor Anker, Trümmer und Felsen. Unser Proviant reicht nicht ewig. 4 Fresser. Wo ist denn unser Vögelchen? Wow, wow, wow. Krähe, krähe, krähe. Die Krähe verließ das gesunkene Schiff. Auf, davon. Das ist nicht wahr. Deine Gingema hält uns fest, bis wir verdurstet sind. Sprengstoff fehlt uns, dann könnte ich den Felsen pulverisieren. So aber... So dummer Hund, sieh dir das an. Rennt auf der Stelle, kugelt sich und rollt, rollt uns vor die Füße. Oh, Onkel Charlie! Bei allen Klippen von Kurukuso. Die Krähe, unsere Krähe! Irgendwas hat sie im Schnabel. Jetzt sehe ich's auch. Das sind Trauben. Riesige Weintrauben, Ellie. Och, solche Trauben sah ich noch nie. Kra, kra. Nicht ansehen, essen, trinken musst du sie. Charlie auch. Mich laust das Ankerspiel. Der Vogel krächzt nicht nur, er spricht. Habe die Ehre,
Kakikar, mein Name. Onkel Charlie, du bist ganz verstört. Freut mich, Kakikar. Ich heiße Totoschka. Danke für die Trauben. Hatten Sie einen guten Flug? Elli, ich kann's nicht fassen. Was ist passiert? Wir sind im Wunderland. Fast. Wenn ihr die Trauben gegessen habt, Kra, dann kann euch Gingemas Stein nichts mehr anhaben. Oh, köstliche Trauben. Köstlicher Saft. Schau. Schau nur, Elli. Ich kann rennen mit meinem Holzbein, ohne dass der Stein mich hält. Land in Sicht! Im Tal der ewigen Berge wachsen herrliche Weintrauben. Nur sie können den Bann von Gingemas Zauberstein brechen. Fliege los, du darfst keine Zeit verlieren. So sprach Willina, die große Zauberin, zu mir. Hier bin ich, Kra. Oh, du bist eine wahre Freundin, Kakikar. Du hast dem Scheuch das Sprechen beigebracht und ihm geraten, sich ein Gehirn zu besorgen. Stimmt's? Das ist wahr. Und du hast mich in Kansas gefunden. Das ist eine große Leistung. Bei meinem Kompass. Wärst du auf meinem Schiff Matrose, ich würde dich zum Obermaat machen. Aber wer bei allen Taifunen hält den Scheuch und den Holzfäller gefangen? Ufin! Ufin? Ufin? Ufin! Kra! Die Leute sagen, er kommt aus dem Land der Käuer, war früher dort Tischler. Als Ellis Häuschen Gingema erschlug, soll er sich deren Zauberkräfte zu eigen gemacht haben. Guamoku, die Eule, hat es erzählt. Und was für Zauberkräfte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er aus einem halben Wald eine ganze Armee gemacht hat. Aus Wald? Aus Bäumen. Holzkörper, Holzbeine, Holzarme. Holzköpfe. Holzköpfe. Sie sind lebendig? Mit ihnen hat er das Land der Käuer unterworfen und die Smaragdenstadt erobert. Verräter haben ihm geholfen, den Scheuch und den eisernen Holzfäller zu überlisten. Hoffentlich haben wir bald mit Kakikars Hilfe die Berge bezwungen. Ufin und seine Holzköpfe sind ernstzunehmende Gegner. Elli, Onkel Charlie, was meint ihr, wo wir sind? Im Wunderland, denke ich. Im Land der Käuer, im blauen Land. Seht, wen ich euch bringe. Primkokus, den Ältesten der Käuer. Fee des tötenden Häuschens, ich grüße dich. Ach, ich bin doch keine Fee, Väterchen. Gewöhnliche Mädchen fliegen nicht mit Häuschen und gehen nicht krach, krach auf die Köpfe böser Zauberinnen nieder. Gewöhnliche Mädchen kommen nicht zu Fuß von weit her über die Berge. Du bist nicht allein? Das ist mein Onkel Charlie. Ihm fehlt zwar ein Bein, das er einem Krokodil geschenkt hat, aber er ist der verrückteste Onkel, den es auf Erden gibt. Du hast uns von der Hexe Kingema befreit. Kaum warst du heimgekehrt, da hat der tückische Urfin uns geknechtet. Ach, mit seinen hölzernen Soldaten. Die Ungeheuer kommen in unsere Häuser und nehmen uns alles fort, in Urfins Namen. Bei meinem Holzbein Urfin soll mich kennenlernen. Ist er ein Riese? Er ist nicht größer als ich. Also ein Zwerg, verzeih, Alter, jeder Zwerg ist ein halber Riese. Und die Knechte, die Hölzernen? Gehen euch höchstens bis zum Bauch.
bei allen guten Winden, wir befreien euch von den Teufeln. Trotzdem Verstärkung bräuchten wir. Ich hole den tapferen Löwen herbei. Totoschka, die Säbelzahntiger fressen dich schon auf dem Hinweg. Glaubst du? Wenn Urfin erfährt, dass ihr im Wunderland seid, wird es gefährlich für euch. Brimkukus hat recht. Wir werden unsere Ankunft geheim halten. Kagikar, holt den Löwen. Bin schon auf dem Weg. Kra! Und Brimkukus führt uns zum Backsteinweg. Von Kurukusu. Kagikar, meine teure Kagikar. Psst, leise, leise. Ich bin inkognito. Inkognito? Gewissermaßen. Ich nicht hier, sozusagen. Ich bin nicht ich. Ich bin als ich nicht hier. Holzfäller. Ist das unsere liebe Kagikar oder nicht? Kagikar, wie ich mich freue. Wieso inkognito, du-to oder nito-do? Inkognito. Die Smaragdenstadt ist ohne Glanz. Auf Befehl des neuen Herrschers sind alle Smaragde von den Türmen und Mauern entfernt und in die Schatzkammer Urfins gebracht. Ich möchte diesem Urfin einmal mit meiner Axt gegenüberstehen. Ihm und seinen Holzpuppen. Du hast Elli nicht gefunden, Kagikar? Psst. Elli ist schon im Land der Koya. Im blauen Land? Und nicht nur Elli, sondern ihr Onkel, der Riese Charlie Kurukussi. Und unser Löwe ist schon unterwegs zu ihr, Kra. Elli im Wunderland und der Riese Charlie? Höre, mein Volk, wir werden befreit. Befreit von Urfin, dem Teufel. Scheich, das ist ein Geheimnis. Schreist es in alle Winde, Kra. Wo hast du bloß dein Gehirn? Inkognito! Elli, inkognito! Bei meinem Holzbein, das ist das komischste Spiel, das ich je gesehen habe. Totoschka, der weiß vor Freude nicht, wohin. Am Ende frisst er den Löwen noch auf. Ach, Elli, 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 wie froh bin ich, dich wiederzusehen. Wie war's unterwegs? Zweimal musste ich durch einen Fluss. Und Kagikar? Du hast sie nicht mitgebracht. Oh, als sie mir eure Botschaft überbracht hat, sagte sie, sie müsse noch in die Smaragdenstadt. Was will sie denn dort? Wer weiß. Sie ist ein kluger Vogel. Ruh dich aus. Ruh dich aus, Brüderchen. Brüderchen. Kagikar, da bist du ja. Urfin weiß, dass ihr kommt. Oh nein. Kra, ich dachte, wenn ich dem Scheuch, das gibt ihm Hoffnung. Aber ehe er's richtig begriff, schrie er's vom Turm. Ach, das kluge Gehirnchen. Und Urfin? Hat die beiden nun ein Stockwerk tiefer ins Verlies gesperrt. Ich bin an allem schuld, Kra. Unsinn, Unsinn. Du wolltest dem Scheuch eine Freude machen. Bei den Zähnen der Drachen von Kurukusu. Ist das ein Gewitter? Der Himmel ist blau und weit. Das sind die Säbelzahntiger. Da müssen wir uns wohl Simsalabim Salakatsch Brumibalassikur was einfallen lassen.
Wie groß sind die Brüllaffen? So wie ich, vielleicht. Aber die Zähne, oh... Noch mal so groß? Ungefähr. Machen wir Rast. Setz dich da an den Baum. Was willst du tun? Wozu haben wir unser Zauberzelt? Segel, Tuch, Pinsel und Farbe. Ich porträtiere dich. Mich? Dich. Nur größer und mächtiger. Oh. Und übermutiger. Als wenn du vor Zorn explodierst. Ja? So sehe ich aus? Das ist ja zum Fürchten. Das Segelbild binden wir an zwei Stöcke und mit gutem Wind segeln wir mitten durch den Wald. Gleich? Gleich. Die Sonne verschwindet, das Dämmerlicht hilft uns. Ich mache ein Feuerwerk. Das lässt aus Augen und Maul unseres Ungeheuers Flammen lodern. Blase, mein Nebelhorn! Brüllt, was eure Lungen hergeben! Das ist die beste Musik für den Weg. Der Säbelzahntiger-Angriffsmarsch! Onkel Charlie? Hm? Ist schon Tag? Hm. Der Wald liegt hinter uns? Weit? Deine Smaragdenstadt kommt bald in Sicht. Ich bin bis hierher gelaufen. Unser Löwe hat dich getragen. Du hast geschlafen. Wo ist er? Den Weg erkunden. Mit Toto und Kakikar. Pech, Pech, Pech! Dreimal klebriges Kurukusu-Pech! Nee, spuck's aus! Spinnenbein, dürre Spitzel und Polizitzel im weiten Umkreis rings um die Stadt. Schon von Weitem hab ich sie gerochen. Kienholz und Farbe. Ein halbes Dutzend. Kienholz und Farbe. Holz? Holz! Hinter jedem Baum und Strauch. Und auf dem Turm? Nicht einer! Kra! Das ist günstig. In meiner Kindheit erzählte meine Großmutter von einem Gang, der von der Stadt unterirdisch weit ins Wunderland führt. Am Turm vorbei. Der ist sicher längst verfallen. Ramina! Ramina, Königin der Mäuse. Sie hat uns schon einmal gerettet. Onkel Charlie, das Silberpfeifchen. Da, probier's. Ob es noch wirkt? Guten Tag, liebe Fee aus dem fernen Kansas. Das kleine schwarze Tier liebt mich noch immer nicht. Es muss einen Kater als Großvater gehabt haben. Totoschka! Majestät, verzeiht, dass ich euch belästige. Unsere Freunde sind in großer Not. Wisst ihr von einem Gang unter der Erde zum Kerkerturm der Smaragdenstadt? 15.000 Schritt von hier ist eine Senke voll Gestrüpp. Dort war vor langer Zeit ein Schacht. Von dort führt auch ein Gang zur Stadt. 15.000 Mäuseschritte. Für euch ist das ein Katzensprung, wie wir als Mäuse sagen. Dank euch, Ramina. Heißen Dank. Bei den Palmen von Kurukusu. Ich sehe die Senke und das Strauchwerk. Glück auf den Weg und dass ihr eure Freunde wohlbehalten findet. Kakikar fliegt zum Turm. Kra! Lionius bleibt in der Senke und bewacht den Eingang. Lionius, bin das ich? Lionuschka, der brave Wächter. Mm. Kurukusu, kommt jetzt! Der Geruch gefällt mir nicht. Modrig kalt. Lauf voraus. Präg dir den Weg ein. Ich markiere ihn, Herr Seemann Charlie. Zünd die Fackel an, Elli. Geht schnaff.
Eisig. Vorwärts. Toto. Psst, da vorne ist eine Tür. Verschlossen. Leuchte, Mädchen. Der Felsen klemmt sie. Psst, still. Wir sind unter dem Turm, Onkel Charlie. Kaki-ka. Bei allen Klippen und Sandbänken. Der Spalt reicht aus für mich. Du bleibst hier. Stürz dich auf jeden Knochen oder was du dafür hältst. Ich quetsch mich durch. Mit deinem Holzbein? Es reicht schon, dass die Weisheit mit dem Scheuch durchgeht. Ich gehe. Ihr bleibt hier. Sei vorsichtig. Ja, ja.